Die BewohnerInnen des Kreuzviertels mussten schon zweimal hinschauen, um sicherzugehen, was da gerade vor ihnen passierte. In diesem Moment wird die Riesenkuh namens Theodora für ihren Flug vorbereitet. Thomas Nufer, Künstler und Initiator des Projektes Lass deine Kuh fliegen, möchte mit dieser Aktion spielerisch, spannend und kritisch auf das Thema Fleischkonsum aufmerksam machen. Hinter dem Projekt steckt jedoch noch viel mehr als eine übergroße Ballonkuh. Wir haben mit Thomas über das Projekt geredet und was er damit bezwecken möchte. Seit Corona ausgebrochen ist, wird eine Sache immer verschwiegen, dass das unmittelbar zusammenhängt mit dem Übermaß an Tierfleisch. Wir haben das Augenmerk ganz woanders hingelenkt die ganze Zeit und haben verdrängt, dass eigentlich die Ursache ist, dass all diese Seuchen in den letzten 40 Jahren entstanden sind durch die Nähe zu den Tieren. Vogelgrippe, Hühnergrippe, Rinderwahnsinn, BSE, all diese Geschichten hängen damit zusammen. Mit unserem maßlosen Fleischkonsum. Und jetzt schlägt die Natur zurück. Wir wollen es aber nicht wahrhaben. Das ist eigentlich so der Hintergrund, dass ich Leute spielerisch darauf hinweise, dass wir darüber nachdenken sollten, unseren Lebensstil etwas zu verändern. Er möchte Menschen dazu auffordern, 12 Tage lang auf Fleisch zu verzichten. Vom 19. bis zum 30. April 2022 wollte er durch tägliche Programmpunkte wie Konzerte, Kunstausstellungen, Vorträge und vieles mehr Aufmerksamkeit erregen und die Menschen dazu animieren, mitzumachen. Rein rechnerisch benötigt jede in Deutschland lebende Person zurzeit etwa 1800 Quadratmeter Ackerfläche, um sich zu ernähren. 40% davon wird benötigt, um die Tiere zu füttern. Eine Lösung des Problems wäre es, die pflanzlichen Produkte direkt statt als Futtermittel zu nutzen. Die gewonnene Ackerfläche könnte genutzt werden, um mehr Menschen zu ernähren. Ich habe eine ganz einfache Theorie und ich glaube, die stimmt. Wir können unser Leben total normal führen. Alles, wir können alles machen, wir können fliegen, wir können Klamotten kaufen, Fernsehen, streamen. Wir müssen nur auf eine Sache verzichten, nämlich auf Fleisch. Fleisch ist das Grundübel aller großen Umwälzungen, die uns bevorstehen, was Klima, CO2-Konsum und so weiter anlangt. Die Zerstörung der Habitate, des Amazonasgebietes, all das hängt damit zusammen. Alles. Fleischkonsum ist so etwas Bedeutsames und so leicht zu korrigierendes, dass es eine Schande ist, dass man sich diesem Thema nicht mehr annimmt. Ja, alles andere könnte man ja weitermachen. Durch die diversen Aktionen im Kreuzviertel hat der Künstler und Initiator seine Ziele erreicht. Die BewohnerInnen besuchten Ausstellungen, Konzerte und engagierten sich im gleichnamigen Podcast Lass deine Kuh fliegen, der ebenfalls ein voller Erfolg war. Moderatorinnen Anna Körner und Mariam Buschelkia beschreiben die Aktion wie folgt. Das Projekt und der Austausch habe dazu animiert, sich mit der eigenen Meinung kritisch auseinanderzusetzen und neue Sichtweisen aufzuzeigen. Für 12 Tage auf Fleisch zu verzichten ist jedoch nicht das einzige Ziel hinter der Aktion. Thomas Nufer möchte nachhaltig etwas verändern und etwas in den Köpfen der Menschen bewirken. Die Zeitspanne, die uns bleibt, ist sehr gering. Wir haben eine extrem hohe Verantwortung jetzt für unsere Nachkommen zu tragen. Wir können das alles verspielen jetzt. Wir können aber auch versuchen, durch unser Verhalten noch etwas zu retten. Es liegt an uns und ich hoffe, dass diese Aktion Lass deine Kuh fliegen als Modellprojekt auch weitergeführt werden kann. In andere Städte, dass da vielleicht irgendwie so eine Gemeinschaft von Leuten entsteht, die stadtteilbezogen dann so handelt, dass es der Umwelt und dem Klima nicht so viel schadet.